bestanden. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Wachen sind während... Hey, Sam. Danke, dass du da bist. Ich hab da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, boom, leere Sturz. Aber wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leerer Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider Superhandschellen. Gut. Probieren wir sie aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff von Zorn. War das alles gelogen? Nein. Der Teil stimmt. Meine Eierstücke produzieren keine Eier und Lochner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir, Kinder? Wer braucht die schon? Aber meine Schwester sah das anders. Lochner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat.
Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört und ich auch. Damals, bei diesen starken Gefühlen, spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte, Schluss machen, sagte ich zu ihr, bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lockne mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann kam der Angriff. Und unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lockne muss es wissen. Manche Bindungen muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte, Sam. Tu es. Zu Lockne. Sam, machst du bitte zu? Ich war lange nicht mehr draußen. Das ist mir zu viel auf einmal. Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der Zeit in den Trümmern. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Die Wärme des Lichts, die Berührung des Windes, der Geruch der Welt. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden. Okay, Sam. Dann mal los. Yeah.
Ich hatte eine schöne Überraschung vorbereitet. Aber du hast anscheinend alle Hände voll zu tun. Kein Problem. Wir beugen einfach etwas die Regeln. Mach dich bereit, Sam. Er sieht hungrig aus. Um das hier zu überleben, lass dich einfach nicht fressen. Klingt lustig, aber klar. Oh.
Sam. Suchst du denn, du Schwachkopf? Dazu. Bist du da, Sam? Das Sam, in dem ich lag, wurde unter einer Brücke begraben. Ich habe immer noch Albträume. Ich höre noch das Knacken vor dem Beginn des Einsturzes. Seitdem habe ich eine höllische Angst vor Brücken. Und ja, ich weiß, wie das angesichts unseres Arbeitgebers klingt. Die Dunkelheit fürchte ich auch. Ich kann nicht mehr schlafen. Geht nicht. Sam?